Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu meinem monatlichen Drogerie-Haul. Ja, diesen Monat gibt es wieder mal ein Rossmann-Haul. Ja, für uns geht es sehr spontan in den Urlaub. Und dafür habe ich auf jeden Fall ein paar Sachen gebraucht. Vor allem für Henry zu essen, zu snacken. Falls ihr euch gerade fragt, warum ich für Henry Essen mitnehme. Es liegt einfach daran, dass wir ihm ja keinen industriellen Zucker geben. Ich gebe ihm auch kein Salz. Und er kann natürlich einige Sachen wie Nudeln, Reis und so weiter mit essen vom Buffet. Aber ich möchte trotzdem auf Nummer sicher gehen und nehme wenigstens ein Gläschen pro Tag mit. Und auch so Snacks und so ein Kram nehme ich auch mit, obwohl er ja auch immer super gerne Obst isst oder irgendein Gebäck, wenn das halt, wie gesagt, zuckerfrei ist oder Brötchen, sowas isst er ja auch sehr gerne. Aber trotzdem, wie gesagt, da möchte ich auf Nummer sicher gehen und deswegen habe ich ein paar Sachen eingekauft. Da starten wir auch gerade mit Snacks, das ist neu. Und zwar sind das von Billy Tiger solche Maiskugeln, ja genau, Maiskugeln mit Obstgeschmack, fand ich ganz interessant, vor allem weil das so klein ist, kann er direkt in den Mund nehmen, ohne groß Sauerei zu machen. Ja, wir werden das wie gesagt das allererste Mal probieren und ja, falls ihr gerne sehen möchtet, wie ich das Ganze, beziehungsweise wie ich unser Koffer packe, was ich alles mitnehme, dann schaltet auf jeden Fall nächsten Sonntag ein. Da zeige ich euch, beziehungsweise nehme ich euch mit bei den ganzen Vorbereitungen und auch bei der Anreise und dann erfahrt ihr auch, wo es hingeht. Genau, bleiben wir weiter bei den Snacks. Henry isst ja super gerne diese Maisflips mit Schokogeschmack von Billy Tiger. Die duften natürlich dann auch nicht fehlen, habe ich mitgenommen. Dann habe ich ihm seit langem mal wieder Reiswaffeln mitgenommen, hier mit Apfel-Mango-Geschmack. Und auch noch die Apfelbanane. Wie gesagt, die hat er sehr lange nicht gegessen. Deswegen hoffe ich, dass er sie lieben wird wieder. Damals hatte ich einen Fehler gemacht und habe die mit anderen Snacks zusammen in einen Behälter reingemacht. Und die wurden dann so, ja, die waren nicht mehr so knusprig. Das wird mir hoffentlich diesmal nicht passieren. Dann habe ich ihm hier nochmal solche Apfel-Karotte-Kekse mitgenommen. Wie ihr seht, es sind wirklich einige Snacks. Die sind ja aber auch eine Woche weg. Deswegen, dann habe ich solche Knusper-Snacks, Apfel-Banane mitgenommen. Das sind solche Flips, die hatte er noch nicht gehabt. Aber ich denke, die werden ihm schmecken. Und dann habe ich ihm noch diese Erdbeerkekse gekauft. Die hatten wir auch letzten Monat schon und die kamen sehr gut bei ihm an. So, für mich mussten natürlich auch ein paar Sachen mit. Da habe ich mir wieder meine Haut-, Haar- und Nägel-Tabletten von Doppelherz mitgenommen. Also die nehme ich ja jetzt schon seit einem Monat ein und bin wirklich sehr zufrieden. Meine Fingernägel wachsen super, meine Haare, meine Haut geht. Aber das ist natürlich der Schwangerschaft zu verdanken, dass die Haut aktuell nicht so gut ist. Aber ich nehme sie trotzdem ein und ja, wie gesagt, bin sehr zufrieden. Dann habe ich für den kleinen Mann hier nochmal so Quetschis mitgenommen. Hier ist auch noch, nee, das war in einer anderen Packung, glaube ich, da gab es noch was zum Ausmalen oder so. Hier sind auf jeden Fall vier verschiedene Quetschis drin. Kiwi, Birne, Banane, Apfel, Birne, Banane, Erdbeer, Banane, Apfel und Waldbeere, Apfel, Pfirsich. Genau, die von Hips sind zwar teurer, also die sind zwar teuer, aber hier sind wenigstens 100 Gramm drin. Mir war es wichtig, dass es 100 Gramm sind und nicht 90, weil die 90 Gramm Quetschis reichen ihm eigentlich überhaupt nicht. Dann habe ich hier noch Apfel, Pfirsich, Mango mit Keks gesehen und das sind 120 Gramm. Aber irgendwie hatten wir auch nur diesen einen Quetschi bei uns, bei Rossmann. Ich weiß gar nicht warum. Also wie gesagt, hier sind 120 Gramm drin und das habe ich mitgenommen. Das bekommt er meistens nachmittags oder so oder vielleicht auch auf der Reise. Wir werden das sehen. Dann habe ich ihm auch nochmal andere Quetschis mitgenommen. Ich weiß gar nicht, wie viele habe ich ihn davon mitgenommen. Fand ich auch ganz interessant. Er liebt ja Süßkartoffel. Und hier war Apfel, Mango, Karotte und Süßkartoffel. Ja, hier sind die jetzt auch 100 Gramm drin. Wie gesagt, habe ich zweimal mitgenommen. Oder sogar mehr. Ah ja, ich glaube, ich habe das viermal oder so mitgenommen. Genau. Dann, was er auch gerne abends isst, ist so ein Grießpudding. Da sind ja immer vier Stück drin. Und da habe ich einfach einmal mit Keks und einmal mit Vanille mitgenommen. Wie gesagt, die isst er super gerne. Am Abend meistens, nachdem er was Normales gegessen hat. Also abends isst er wirklich mit vom Tisch. Und dann geben wir ihm nochmal so einen Grießpudding und eine ganze Banane verhaftet er auch noch hinterher. Also ist wirklich ein Vielfraß. Ja, und wie gesagt, da ich nicht weiß, wie es mit den Soßen und alles da sein wird, ja, habe ich hier zum allerersten Mal hier von Fruchtbar solche Soßen mitgenommen. Einmal Bio-Gemüsesoße. Wir haben da einen Kühlschrank, dann kann man das ja immer so die Hälfte nehmen und die andere Hälfte dann in den Kühlschrank. Und einmal vegetarische Bolognese. Und ich meine, ich habe auch nochmal eine richtige Bolognese mitgenommen, oder? Sehe ich gerade auf Anhieb nicht. Also wir machen mal weiter.
Was im Urlaub natürlich nicht fehlen darf, ist Sonnencreme. Und da habe ich die von Rossmann Eigenmarke mitgenommen in Lichtschutzfaktor 50. Das ist hier für mich, das ist nicht für den Kleinen. Der Kleine hat, hat eine Sonnencreme, aber ich habe ihm noch mal eine zum Sprühen mitgenommen, falls es mal schnell gehen soll, wenn er irgendwie gerade im Sand spielt oder so. Finde ich immer besser, weil das klebt dann nicht so im Sand. Werden wir ausprobieren. Habe ich bei ihm, wie gesagt, noch nicht ausprobiert. Dann habe ich nochmal Sonnencreme hier nochmal aus so einer Quetschetube in 50er mitgenommen. Also Sonnencreme ist wirklich sehr, sehr wichtig. Sowohl für uns Erwachsene als auch für Kinder. Dann habe ich für Henry hier diese Mini-Mix-Fruchtriegel mitgenommen. Die sind auch super für unterwegs. Und ja, die liebt er. Deswegen, ich finde halt immer so ein bisschen was mitnehmen von zu Hause ist immer gut. Was bei mir ja auch nie fehlen darf, ist feuchtes Klopapier. Aber da mein geliebtes feuchtes Klopapier kein so ein, wie sagt man, so ein Klappdeckel hat, sondern einfach nur so ein, ja, habe ich Angst, dass das zu schnell austrocknet. Deswegen habe ich jetzt einfach mal von Tempo, es ist natürlich etwas teurer mitgenommen, aber das hier meine ich, das hat wenigstens hier so eine Klappe und dann bleibt das länger frisch. Zu Hause habe ich ja einen Spender, aber jetzt im Urlaub nicht. Und hier sind auch nur 42 Stück drin, das reicht mir auf jeden Fall. Ja, wie gesagt, Desinfektionstücher dürfen ja nicht fehlen. Und da habe ich hier nochmal so kleine für unterwegs mitgenommen, damit man ja einfach mal schnell irgendwie den Buggy oder sonst was auswischen kann. Ist immer praktischer, wie so eine große, so eine große Packung dabei zu haben. Ja, und dann habe ich mir noch ein kleines Reisedeo noch gekauft, hier von Darf, von Rexona, das, was ich gerne habe. Gab es nicht, deswegen habe ich von Darf mitgenommen. Ist auch gut. Ja, dann brauchte die Mama natürlich eine wasserfeste Wimperntusche und da habe ich mir die hier von Essence gekauft. Ich benutze ja auch die rote, also die normale davon für mich. Bin damit zufrieden. Ich bin mal gespannt, wie die hier ist. Hatte ich noch nicht gehabt. Was ich auf jeden Fall neu gebraucht habe, ist ein Augenbrauenstift. Ich bin aktuell so unzufrieden mit diesem Augenbrauenstift, was ich habe. Beziehungsweise ich sollte vielleicht auch meine Augenbrauen mal färben. Da habe ich mir jetzt zwei gekauft. Einmal ein Augenbrauenstift von Rival de Loop. Hier. Ich weiß, dass Blonde immer so einen aschigen Ton brauchen, oder? Ich brauche auf jeden Fall einen aschigen Ton. Mein allerlieblings Augenbrauenstift war von Kiko. Wir haben hier aber kein Kiko in der Nähe. Vielleicht werde ich am Flughafen oder so einmal sehen, dann kaufe ich mir den. Dann habe ich mir auch nochmal einen von Essence gekauft. Ich habe aktuell von Essence einen, aber kein Stift, sondern so einen, wo man den rausdrehen kann. Und das gefällt mir nicht. Diese Konsistenz gefällt mir nicht, weil das ist so bröckig. Ja, wie gesagt, ich probiere mal die beiden aus und werde euch dann irgendwann mal mein Fazit dazu nennen. Ja, Henry bekommt in sein Essen immer so einen Schuss Rapsöl. Hier Kinderrapsöl. Wir wissen ja aktuell, Rapsöl gibt es gar nicht zu kaufen. Da war ich froh, dass es noch für Kinder gab. Es ist zwar sehr teuer, wirklich. Es kostet, glaube ich, 2 Euro noch was. Und die sind ja nur 250 Milliliter. Aber wie gesagt, er kriegt da so einen Minischuss in sein selbstgekochtes Essen. Und ja, das ist halt immer wichtig. Für Marius dürfte natürlich auch was empfehlen. Deo habe ich ihm gekauft von L'Oréal Men Expert. Die Reihe mögen wir sehr. Deswegen habe ich ihm auch noch ein Duschgel davon auch gekauft. Das ist wirklich sehr groß und wie gesagt, die Serie mag er. Und ja, habe ich ihm gekauft. Dann habe ich uns Seife nachgekauft. Habe ich euch auch in meinem Aufgebraucht-Video gezeigt, dass ich die letzten Monate auch schon ausprobiert habe. Und die gefällt uns sehr gut. Die Duftrichtung ist gut. Und da wir so viele Seifenspender hier haben und Händewaschen ja auch wichtig ist, muss ich wirklich jeden Monat Nachfüllpacks kaufen. So, für unterwegs darf natürlich Kaugummi auch nicht fehlen. Das sind meine Lieblingskaugummis von Extra Whitening Professional. Ja, wie gesagt, Kaugummis sind bei mir ein Must-Have. Egal, ob, wo ich hingehe, ob ich in Urlaub fahre oder sonst was. Ich habe Kaugummis jeden Tag und ich benutze sie auch jeden Tag. Ja, Zahnpasta musste auch mit. Wie immer Colgate Max Fresh. Ist ja, ja die Zahnpasta, die wir uns jeden Monat kaufen. Und die werde ich mitnehmen in den Urlaub. Ja, dann habe ich einige Gläschen gekauft. Hier diese Fischzubereitungsgläschen sind jetzt nicht für den Urlaub, sondern für zu Hause. Er kriegt ja immer freitags oder also Freitag, Samstag Fisch oder Donnerstag, Freitag. Genau, und ein Gläschen reicht ja immer für 2 Tage. Deswegen habe ich ihm jetzt hier welche nachgekauft, weil wir zu Hause keine mehr hatten. Und dann habe ich hier 6 Gläschen für den Urlaub gekauft. Wir sind 8 Tage weg. Wir haben zu Hause noch ein paar, aber ich habe hier mal von Baby Vita diesmal welche gekauft. Sonst hole ich immer von Baby Tree. Aber hier fand ich die, wie sagt man, die Rezepte bzw. die Gerichte sehr interessant. Hier sind solche Sternchennudeln mit Kürbis-Gemüsesoße. Und es war auch eine Aktion, bei 5 hat man ein 6. gratis bekommen. Dann hier Gemüse mit Hühnchen und Nudeln.
Also ich lege viel Wert auf Abwechslung, wenn ich ihm schon Gläschen gebe, weil das selbstgekochte ist meistens eintönig. Dann haben wir hier Schinkennudeln in Tomatensauce. Couscous-Gemüse mit Süßkartoffel, das hat er noch nicht gehabt, da bin ich mal sehr gespannt, aber ich denke, das wird ihm schmecken. Süßkartoffel liebt er ja eh. Dann Gemüse mit Hühnchen und Nudeln, habe ich das jetzt zweimal? Ja, habe ich aus Versehen wohl zweimal genommen. Naja, halb so schlimm. Und was auch neu ist, Gemüsespätzle mit Käse. Ja. Und das vorletzte, was ich gekauft habe, sind diese Reinigungstücher für Gesicht und Hände. Werden wir bestimmt nach dem Essen oft brauchen oder generell für unterwegs. Hab gerade mal so ein Viererpack gekauft, weil es ein bisschen günstiger ist wie die einzelnen. Und ich werde bestimmt mindestens zwei Stück mitnehmen. Wie gesagt, deswegen habe ich jetzt hier so ein Viererpack gekauft. Und da ist es halt gut, dass es so ein, wieder diesen wiederverschließbaren Verschluss hat. Dann bleibt das etwas länger frisch. Sowas habe ich auch im Auto, wenn der Kleine irgendwie unterwegs was zu essen bekommt. Ja, das war so mein Rossmann-Haul für den Urlaub. Wie gesagt, wenn ihr gerne wissen möchtet, wo wir hin verreisen und wie lange und was ich alles mitnehme, dann schaltet auf jeden Fall nächsten Sonntag ein. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und falls ihr neu auf meinem Kanal seid, würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr meinen Kanal kostenlos abonnieren würdet. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen, ihr Lieben, und bis zum nächsten Mal. Tschüssi!